Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Mega Opening. Ja, ich habe mal wieder ein bisschen Geld investiert, mir ein bisschen was rangeholt. 200 Euro habe ich bezahlt und ein Value von insgesamt 400 Euro in etwa. Hier plus minus ein paar Euro, das ist ein Schätzwert aktuell. Und ja, was ich mir da für dieses Geld rangeholt habe, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, was habe ich mir daran geholt? Ganz simpel, eine kleine Sammlung, die mir ein lieber Abonnent angeboten hat, der liebe Steven. Der hat mich über Facebook angeschrieben und meinte, pass auf, ich habe da was Kleines, guck dir das mal an, vielleicht kannst du es ja gebrauchen. Und ich dachte mir zuerst so, oh nee, ich habe gerade so viel Geld investiert in letzter Zeit, da ist eigentlich kaum noch was drin. Aber er hat gesagt, pass auf, ich will dich unterstützen. Ich mache dir einen guten Preis. Gib mir 200 Euro und das Ding gehört dir. Und da, das war einfach so gut. Da musste ich einfach zuschlagen. Das ist wirklich wieder eins dieser Top-Angebote. Ich glaube, das einzige Angebot, das noch besser war, war diese eine Sammlung, die ich leider Gottes nicht hochladen konnte, weil ich sie gelöscht habe aus Versehen, wo ich 50 Euro bezahlt habe und fast 500 Euro rausbekommen habe oder so. Richtig krass. Jetzt wollen wir uns einmal angucken, was sich darin befindet. Was sich dahinter verbirgt. Ja, meine Freunde, offen ist die erste Box und ja, die Karten rechterseits, die hier gelb gesleeved sind, stellen auch im Prinzip schon den Hauptbestandteil der Sammlung dar. Da sind tatsächlich die fast 400 Euro Value drin. Der Rest sind Commons, aber, großes Aber, es sind Commons und Rares, aber, wenn ihr mal guckt, einfach mal hier was rausgesnackt. Es sind wirklich Niermint bis Mint Oldschool Commons und 90% als Erstauflage. Dementsprechend habe ich eine Umfrage geschaltet, in der ich von euch wissen wollte, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Und 67% haben definitiv Ja oder für definitiv Ja gestimmt. 33% wollten tatsächlich nicht, dass ich das zeige. Denen tut es mir natürlich leid. Oder für die tut es mir natürlich leid. Aber ihr wisst ja, Umfrageergebnis Amen. Ne? Also ihr könnt ja dann dementsprechend abschalten, wenn wir soweit sind. Wir fangen aber natürlich mit dem Stapel an. Ja, das ist im Prinzip auch schon der Kern des Ganzen. Ungefähr 59 bis 60 Karten, wenn ihr mich nicht verzählt habt. Mit einem doch äußerst sahnigen Wert. Da sind einige schöne Stücke drin. Und ich würde mal sagen, wir zweiteilen das Ganze mal ein bisschen. Ja, nehmen wir da noch ein bisschen was weg. Legen wir mal die hoch. Und die Highlights legen wir hier am besten so schön ins Bild. Da werden wir schon irgendwas finden. So, ich muss natürlich aufgrund der Tatsache, dass hier so viele coole Karten drin sind, meine Highlights eingrenzen. Also es werden zum Beispiel nur Erstauflagen rausgelegt, definitiv. Sonst liegt hier alles voll. Also, wir haben hier zum Beispiel sehr cool Unlimited, den schweigsamen Schwertkämpfer Level 3. Und eine Sache sei gleich angemerkt. Alle, und ich meine wirklich alle Karten aus dieser Sammlung, sind in diesem Zustand absolut Mint. Ja, das ist nicht mal mehr Near Mint, das ist einfach nur Mint. Also brutal. Und die meisten haben sogar ein recht gutes Centering, eher jetzt nicht unbedingt, aber ich muss sagen, wow, einfach nur wow und Respekt an diese Pflege für die Sammlung. So müssen Sammlungen aussehen, so und nicht anders. Also das ist mega cool. Hier der schweigsame Schwertkämpfer Level 3. Machen wir hier mal so einen kleinen Stapel. Für die Karten, die wir jetzt nicht rauslegen, dann haben wir hier den metallisch reflektierenden Schleim. Das ist auch eine Karte, die man mal mitnehmen kann aus Phantom Darkness, glaube ich, eine First Edition. Sehr cool. Dann die Zauberserie, interessanterweise tatsächlich in Ultimate Rare recht viel wert ist. Ich glaube, entweder First oder Unlimited. Ich bin mir nicht mehr sicher. Lag die, glaube ich, irgendwo bei 20 Euro. Hätte ich gar nicht gedacht. Auch eine sehr schöne Ultimate Rare. Und auch hier ist es so, keine Sorge, wenn es nicht jede Karte rausholen, aber auch hier, ihr seht, die Karte ist absolut Mint, keinerlei Beschädigung, nichts. Vielleicht da mal ein Staubkorn oder so, aber das ist natürlich auch gleich wieder weggepustet. Ne? Sehr cool. Dann haben wir Angriff auf das Hauptquartier, auch in Ultimate Rare, auch eine sehr, sehr schöne Ultimate. Aus Flaming Eternity, eine von den Ultimate Rares, die halt auch ja, gerne mal beschädigt zu einem kommen in irgendwelchen Random-Sammlungen. Das ist so eine Ultimate Rare, die ist so, ja, das ist so eine Allerwelts-Ulti im Prinzip. Aber auch die in einem sehr guten Zustand zu finden, ist tatsächlich gar nicht so einfach.
Weiter geht's mit einer Karte, die ich definitiv rauslegen werde, und das ist der Horus, der Schwarzflammendrache, Level 8. Sehr, sehr cool, als erste Auflage aus Soul of the Duelist. Da will ich ja auch nochmal ein Display aufmachen oder ein Case aufmachen oder irgendwas aufmachen. Vielleicht auch ein paar Random Booster, weil ich will unbedingt mal den Level 8 dann Ultimate Rare selbst ziehen. Das ist natürlich jetzt ein kleiner Bruder, der ist wesentlich günstiger, hier auch in einem hervorragenden Zustand. Ne? Schaut euch das mal an, es ist einfach mega schön. Und der kleine Bruder kostet natürlich weitaus weniger. Ich glaube, der liegt irgendwo bei 11 oder 12 Euro. Aber trotzdem, mega coole Sache. Nehme ich gerne mit. Wir sind noch nicht beim Highlight. Keine Sorge, die richtig krassen Karten kommen erst noch. Wir haben dann hier den Satellitenkrieger aus dem aktuellen Legendary Duelists Magical Hero, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist halt eine der Ultra-Rares, die man jetzt vielleicht eher weniger gerne zieht. Kostet halt so 2 Euro in etwa. Hier ist sehr cool, Millennium-äugiges Opfer geht auch wieder stark auf die 20 Euro zu. Sehr cool aus Legendary Duelists Ancient Millennium, wenn mich nicht alles täuscht. Ist tatsächlich eine meiner Lieblings-Ultra-Rares aus diesen ganzen LED-Sets, aus dieser ganzen Reihe. Sehr, sehr coole Geschichte, sehr coole Sache, nehme ich gerne mit. Aber auch das ist für mich jetzt kein Highlight, das wir rauslegen. Und was das bedeutet, wisst ihr natürlich, es wird noch viel, viel krasser. Ja, hier kommen wir jetzt wieder zu einer Karte, die ich auf jeden Fall rauslegen möchte, nämlich dem Cyberfinsternisdrachen. Cyberfinsternisdrache, sehr, sehr schön. Auch in einem absolut guten Zustand. Er meint, er hätte hinten irgendwas, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich was gesehen. Und bei Cyberfinsternisdrache bin ich speziell deshalb glücklich, weil ich erst vor kurzem einen aus meiner privaten Sammlung weggegeben hatte, der halt doch wirklich nicht mehr schön war. Aber ich habe halt einfach sehr an der Karte geklammert, weil das eine meiner Lieblingskarten aus Cyber Dark Impact ist. Und ja, jetzt habe ich sogar einen, den ich nicht mal in meine private Sammlung, sondern tatsächlich in die offizielle Sammlung stecken kann. Einfach, um ihn dann beim Glück in meiner Ausstellung ausstellen kann. Und ja, mega cool. Das ist für mich ein Highlight. Den legen wir auch auf jeden Fall mit raus. So, dann haben wir einen Elemental Darkbright aus Tactical Evolution, auch First. Der kostet so in etwa 2 Euro. Dann ein Blau gegen Chaos Max Drachen, der mit Verlaub nichts Besonderes mehr ist. Der hat jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Reprints. Das ist meiner Meinung nach allerdings der seltenste, und zwar aus den Legendary Duelists 3. Das war dieses Blue Eyes basierte Legendary Duelists, da habe ich jetzt aber den Namen vergessen. Und ich denke mal, als Legendary Duelist Ultra ein bisschen seltener auf jeden Fall als die aus dem Movie Pack und dementsprechend meiner Meinung nach der bisher seltenste Print. Und wenn diese Karte jemals etwas wert sein sollte, dann auch vermutlich aus dem Set. Dennoch nichts, was ich jetzt hier rauslegen werde. Weiter geht's mit Böser Held Sinister Necrom. Auch sehr cool. Erstaunlicherweise geht der überhaupt nichts. Ich war irgendwie der felsenfesten Überzeugung, dass die Karte ein bisschen was gehen müsste. Die, glaube ich, 1,50 oder so. Ja, was für mich zur Folge hat, dass ich bei denen auf jeden Fall einen Großeinkauf starten werde. Also ich werde mal gucken, ob der gute Rising Time die hat. Wenn ja, werde ich mir alles claimen, was er so an Inventar von der Karte gerade online hat. Hier kommen wir jetzt zum ersten Kandidaten, der richtig was wert ist. Und das ist Böser Held Adusted Gold aus LED5. Also dem Vorgänger des aktuellen LEDs Magical Hero. Und ja, das ist natürlich wieder eine der Money Cards hier in der Sammlung. Ich könnte übrigens schwören, dass das da hinten die Biro ist. Trotzdem, mega coole Karte ist natürlich diese böse Version von dem Elemental Captain Gold. Wir haben jetzt hier eine matte Hülle. Holen wir den einfach mal raus, na, so fürs Auge. Und ihr seht, auch diese Karte ist halt wirklich perfekt vom Zustand, total glossy, keine Kratzer, keine Abnutzung. Ich meine, gut, bei der Karte ist das natürlich da. Zum einen hoher Value, zum anderen natürlich relativ modern. Aber das ist für mich definitiv ein Highlight, das ich mir auch rauslegen möchte an der Stelle. Und es geht auch direkt weiter, und zwar mit dem bösen Held Malicious Bane. Das war ja so die gesuchteste Karte, glaube ich. Ich weiß nicht, was ging da aktuell? 30 Euro, 40 Euro, irgendwie sowas. Eine der gesuchtesten Karten aus LED5, mega schön. Auch wenn er mich jetzt irgendwie optisch nicht wirklich an eine Heldenkarte erinnert. Für mich ist das, keine Ahnung, ein cooles Monster, das ja, aber beim besten Willen kein Held. Also zumindest nicht optisch. Weiß ja nicht, wie es euch geht. Adusted Gold schon, aber ich weiß nicht. Er ist mir so ein bisschen zu wuchtig, zu drachenlastig irgendwie dafür, dass es ein Held sein soll, ein Heldmonster sein soll. Ich weiß nicht. Trotzdem sehr, sehr coole Karte, die ich mir auch rauslege. Das ist auch definitiv ein Highlight. Dann haben wir hier nochmal eine schöne Ultimate Rare, nämlich einmal Deckungsfeuer. Das ist auch wieder so eine, ja, ich sag mal, Standard Ultimate Rare hier mit dem mechanischen Jäger. Und wie hieß die nochmal? Ich habe ihren Namen vergessen.
Naja, however, legen wir die auch mal beiseite. Ist jetzt auch nicht so das Highlight. Hier wieder sehr schön aus dem Duelist Pack Battle City hieß es, glaube ich. Der geflügelte Drache von Ra Kugelmodus. Auch hier ist es wieder eine ältere Karte oder eine etwas ältere Karte. Auch hier wieder sehr guter Zustand. Da gab es ja noch einen Reprint, glaube ich, in Dual Power und einen Super Rare Reprint in der Circle Break Special Edition. War auch sehr gesucht aus dem Set. Das ist für mich auch ein Highlight, das man rauslegen kann. Dann haben wir hier den rotäugigen Hiebdrachen aus den Legendary Duelists, also quasi dem ersten Set, glaube ich, den ersten Legendary Duelist, weil es hieß ja nur Legendary Duelist, glaube ich. Das war das mit Joey vorne drauf, ne? Schon, oder? Ich glaube doch. Auf jeden Fall sehr cool. Es gibt natürlich einige Rotaugenkarten, die mir besser gefallen als sie. Ich finde, er ist von der Position her jetzt nicht unbedingt die gelungenste Karte, auch vom Monster her nicht. Ich weiß nicht, sieht für mich so ein bisschen aus wie ein zwanghaft modifizierter Red Eyes. Aber naja, er gefällt mir trotzdem ganz gut so. Er ist nicht schlecht vom Design, aber es gibt auf jeden Fall Besseres. Dann aus dem Millennium Pack, damals schweineteuer gewesen und ich glaube nebst dem Phönix im unsterblichen Modus die Chase-Karte aus dem Millennium Pack, mittlerweile glaube ich nicht mehr viel wert, noch 2 Euro oder so. Ähnlich geht es auch dieser Karte, wir haben hier den geflügelten Drachen von Ra im unsterblichen Phönix-Modus. Ist eine sehr schöne Karte, damals aus dem japanischen Millennium Pack in Prismatic Secret Millennium Rare gezogen und die war extrem short im japanischen im japanischen Millennium Pack halt. Die hatten ja auch dieselben Karten, nur halt immer mit dieser Millennium Folie und etwas anderen Raritäten. Die hatten da halt auch Secret Rares drin. Und aber das ist natürlich die TCG Variante. Na, wir sollten ja nicht vom Thema abschweifen. Sehr schöne Karte an der Stelle. Ähnlich verhält es sich auch mit dieser hier, Finstere Zuflucht aus dem Duelist Pack Revival of the Pharaoh. War auch mal eine Karte, die sehr gesucht war, mittlerweile auch relativ niedrig im Preis. Etwas teurer wird es hier, der rotäugige Babydrache. Der ist halt cool, der lohnt sich ja schon fast mal wieder anzugucken. Den holen wir mal wieder raus. Also ihr seht, wunderschön. Das ist wirklich eine Karte, die sieht sehr gut aus. Habe ich mir ja erst letztens zweimal rangeholt, vom lieben Chris, glaube ich. Jetzt haben wir ihn hier binnen kürzester Zeit direkt noch ein drittes Mal. Wie viel habe ich jetzt insgesamt von denen? Fragt mich nicht, keine Ahnung. Erinnert mich aber immer wieder an die eine Anekdote, da hatte ich eben diese 50-Euro-Sammlung. Ich weiß nicht, hatte ich das jetzt in einem der misslungenen Takes erwähnt oder nicht? Auf jeden Fall habe ich mir für 50 Euro eine Sammlung gekauft, die halt im Endeffekt einen Value von 400-500 Euro hatte. Und mitten in den Commons war eine von denen hier gelegen und die hatte hier so ein, die war ansonsten top, aber die hatte hier so eine richtig hässliche Welle drin. Habe ich letztendlich noch für 15 Euro verkaufen können. Dann haben wir einen Gerfried, der rotäugige Eisenritter. Habe ich glaube ich schon bei den Neuzugängen gesagt, wo er dabei war. Irgendwas fehlt mir bei dem Artwork, aber ich bin mir nicht sicher was. Trotzdem ganz coole Karte eigentlich. Auch eine Karte, die absolut nichts wert ist, die ich aber unglaublich schön finde, ist der Desperado Pistolendrache. Mega coole Karte. Ich bin mir nicht sicher, ob die jemals irgendwas ging, aber das Artwork ist einfach unglaublich schön. Hör mal raus, habe ich gespoilert. Ja, die Todesfurcht. Aber unglaublich schönes Artwork. Auch der Zustand hier wieder absolut perfekt und ich würde mal sagen, das ist so eine Art würdiger Nachfolger für den Pistolendrachen. Also die Karte sieht halt wirklich Bombe aus, deswegen möchte ich mir auch diese hier rauslegen. Aber jetzt müssen wir hier mal ein bisschen auf die Bremse drücken und tatsächlich noch das rauslegen, was auch wirklich was wert ist, würde ich mal sagen. Also sozusagen mal die finanziellen Highlights in den Vordergrund stellen. Dann haben wir hier die dunkle Todesfurcht aus LED 5. Die verfluchende Todesfurcht, tut mir leid, Leute. Sieht für mich eher aus wie so ein alternatives Artwork, einfach nur der normalen Todesfurcht. Ich weiß gar nicht, ob die im OCG unzensiert war, weil bei der normalen Todesfurcht lief ja hier bei der Puppe noch so Blut raus, glaube ich. Bei uns war es dann grüner Schleim oder umgekehrt oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall mega, mega cooles Artwork, gefällt mir auch saugut. Dann sehr besonders, nicht unbedingt wertvoll, aber besonders, Armenthal das Chaos-Phantom und zwar zweimal, legen wir es einmal weg. Legendary Collection GX-Karten glänzten jetzt nicht unbedingt durch ihre Print-Qualität und die waren halt wirklich sehr, sehr schnell beschädigt und hatten Silver Ring und hier wirklich alles perfekt. Absolut perfekt und das auch noch als Erstauflage. Die Unlimiteds, die findet man noch etwas häufiger in guten Zuständen, einfach weil die ja erst vor, in Anführungszeichen, kurzem einen Reprint gehabt hatten in dieser Gameboard Edition.
Ja, selbiges auch hier, Spiegelkraftdrache, zweimal First Edition, beide in Secret Rare. War ja damals aus dem Set eine mega teure Karte, auch die möchte ich mir mal hier kurz anschauen. Und ihr seht, also jeder von euch kennt diese Dragons of Legends 2 Qualität und auch hier wirklich hervorragend vom Zustand her. Einfach nur absolut klasse, gefällt mir unglaublich gut. Kann man sich gar nicht drüber beschweren. Ich werde die natürlich im Nachgang nochmal begutachten, aber ich habe es mir davor auch natürlich schon ein Stück weit angeguckt und muss sagen, ich bin unglaublich zufrieden damit. So, dann haben wir den Elementarheld Aufrichtiger Neos in Ultra Rare, in diesem Parallel Ultra aus Duelist Saga, sowie in Secret Rare aus Battles of Legends Light's Revenge war es, glaube ich. Der hier ist mittlerweile gar nichts mehr wert. Der hier natürlich auch nicht mehr die Welt, aber halt so 2,250 kann man dafür auf jeden Fall noch kriegen. Dann haben wir Valkyrie Erder aus Dark Neo Storm, also mal eine normale Booster-Holo. Auch eine sehr, 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 sehr schöne Karte, allerdings natürlich auch nichts wert, ne? Vollkommen klar. Die Valkyren sind im Prinzip eigentlich generell nichts wert. Streich der Zeitgöttin, auch eine sehr coole Karte. Ich glaube, das war die seltenste von den Zauberkarten mit den Weibern vorne drauf. Ich weiß ehrlich gesagt keinen einzigen Namen von denen auswendig. Ich würde sie gerne nennen, aber keine Chance. Und zu guter Letzt haben wir hier auch noch eine Karte, die tatsächlich in dieser von mir vorhin schon angesprochenen 50-Euro-Sammlung drin war, und zwar das Playset. Und das war der Ritt der Walküren. Mittlerweile ist sie nicht mehr so viel wert, aber zu dem Zeitpunkt, als ich damals die Sammlung bekommen habe, und vergessen, ich habe 50 Euro dafür bezahlt, ging eine davon 10 Euro und ich hatte 3 davon. Das heißt, ich hatte alleine diesen drei Karten schon 30 Euro wieder drin vom Einkaufswert. Wie gesagt, mittlerweile glaube ich noch 4, 5 Euro oder so, also nicht mehr allzu viel wert. Aber damals war das absolut heftig. So, dann haben wir hier noch den zweiten Stapel. Auch hier wieder sehr schön. Ist auch wieder worth, das zu zeigen. Auch aus der Legendary Collection GX. Hier ein Regenbogendrachen. Auch erste Auflage. Und auch absolut Mint. Ja, also da gibt es gar nichts. Mega cool. Seelen der Magier. Ich muss sagen, ich finde sie schön, das ja, aber sie ist natürlich kein optisches Highlight, weil blau in blau in blau in blau. Ich weiß nicht. Natürlich Seelen der Magier, klar. Ne? Seele wird ja gerne blau dargestellt, so blau schimmernd, geistermäßig. Ja, ist an der Stelle vielleicht von der Idee her und natürlich auch von der Umsetzung auf jeden Fall recht gelungen, aber mir fehlt dennoch ein bisschen der Kontrast. Aber es ist natürlich eine der Money Cards hier in der Sammlung. Dementsprechend legen wir die natürlich raus. Dasselbe gilt auch für diesen Kollegen hier, den Elementalschwungvoller Soldat, den wir ja auch mal gespendet bekommen haben. Ja, so sieht's aus. Den haben wir mal gespendet gekriegt vom lieben Alex. Ja, vielen Dank nochmal an der Stelle. Da ging der noch 26 Euro das Stück. Mittlerweile ist er, glaube ich, nicht mehr so teuer. Der schwirrt aktuell, glaube ich, irgendwo bei 14 Euro rum. Legen wir trotzdem mal raus. Ist eine schöne Karte. Und dann kommen wir zu einer Karte, die tatsächlich preislich zugelegt hat, nämlich den Dunklen Magiern. Und das, muss ich sagen, ist eine der schönsten Karten aus dem Set. Auf der einen Seite, muss ich sagen, schwingt da natürlich mein Oldschool-Herz volle Kanne mit. Einfach, weil hier alles drauf ist, was das Oldschool-Herz verlangt. Dark Magician Girl, Dunkler Magier, ein schöner Background, ein schönes Zusammenspiel des Artworks. Auf der anderen Seite natürlich schade, immer noch, ich erwähne es ja nicht oft genug, dass Konami sich auch hier wieder des Alten bedient hat, sage ich mal. Das tut Konami leider Gottes etwas zu oft. Die können wir auch gerne mal rausholen, wie ich finde. Die kann man sich auch mal anschauen. Auch das ein unglaublich schönes Artwork, eine unglaublich schöne Karte. Einfach Bombe. Und auch die hat tatsächlich an Wert zugelegt. Die ging nämlich ursprünglich 10 Euro. Jetzt geht sie fast 15 Euro. Weiter geht's mit einem dunklen Magiermädchen aus der Premium Gold Edition. First Edition geht natürlich auch so um die 5 Euro in etwa. Dann haben wir den Slifer der Himmelsdrache in Gold Secret aus PGLD. Der dürfte auch so bei 10 Euro in etwa sein. 19 Euro so in etwa. Auch eine sehr schöne Karte. Weiter geht's mit einem Obelisk der Peiniger aus dem Battle Pack 2. Der aus dem Battle Pack 1 ist, glaube ich, noch ein bisschen teurer. Das ist der im alternativen Artwork, das von Kazuki Takahashi gezeichnet wurde. In derselben Rarität oder neben Sternchen, glaube ich, und mit schwarzer Schrift, also quasi fast Kamen. ich weiß nicht. Also ich persönlich muss sagen, finde die Obelisken und Slifer und Ras und Götter und whatever in der Rarität nicht mal hässlich, aber oh, das ist eine Rarität, die den Karten einfach nicht gerecht wird, muss man ganz ehrlich sagen. Dann haben wir genau das Artwork, das ich eben meinte. So kam er im Battle Pack 1 als Starfoil Rare, glaube ich, raus. Obelisk der Peiniger hier an der Stelle jetzt aus der GLD 4.
Auch cool, geht glaube ich auch den ein oder anderen Euro. Den Wert habe ich jetzt allerdings gar nicht so genau im Kopf. Auch der ist natürlich vom Zustand her ja wie aus dem Ei gepellt. Unglaublich schön gemacht, unglaublich coole Sache. Sehr cool. Dann natürlich, auch das relativ selten, Obelisk der Peiniger, und zwar die MVP-Promo, also die Moviepack-Promo. Gibt es ein bisschen da mehr, werdet ihr jetzt sagen, gibt es ein bisschen da mehr, aber nicht auf Deutsch, denn in der deutschen Sprache war die Karte, glaube ich, in Gold Secret limitiert auf 1500, das war die Gold Rare, auf 7000 Exemplare, glaube ich, aufgeteilt auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Soweit meine Info, kann mich auch irren. Ja, dann haben wir noch ein paar Super Rares, über die wir jetzt ein bisschen schneller durchgehen können oder drüber gehen können. Da haben wir hier den Schwermetallplünderer, eine Karte, die ich optisch auch sehr, sehr schön finde. Verhängnisvolle Strafe, auch die Karte mega nice. Gaga Gaga Magier, das sind jetzt alles so diese Super Rares aus diesen LEDs. Mega cool, auszubildende Illusionsmagierin, ist glaube ich mittlerweile ein bisschen gestiegen auf, glaube 3 Euro oder so. Hier gnädiger Maschinenengel. Auch eine sehr coole Karte aus LED4, Duelists of the Roses war das, glaube ich. Mittlerweile sehr günstig, die Packs. Und ich glaube, nur wenige Karten, die einiges gehen. Da gibt es schon ein paar Sachen, die teuer sind, aber glaube ich nicht besonders viele. Hab hier einen Federsturm, auch aus LED4. War ja damals tatsächlich der ursprüngliche Print, wenn mich nicht alles täuscht. Und wurde dann in Duelist Saga gereprintet. Und kam dann, war in Duelist Saga, war das, glaube ich, der First Print und wurde hier gereprintet, genau. Die Super Rare hier ist der Reprint gewesen, richtig. Dann hier ein paar Oldschool-Sachen noch aus RDS. Tragische, das Gegenschlag First aus Ancient Sanctuary. Monster-Reinkarnation aus RDS Unlimited. Dann haben wir eine Himmelsplage Enrise First aus Fall of the Breaker. Cyber Prima aus Enemy of Justice. Volkian Schäfchenwolke aus Gladiators Assault. Böser Held Infernal Prodigy. Böser Held Infernal Prodigy. Und Chaosform. Ja, speziell die suche ich noch in Ultimate Rare. Sehr coole Geschichte. Das waren im Prinzip die Holos, die in der Sammlung dabei waren. Und ihr seht allein schon, das, was hier liegt, ist vom Wert her wirklich Bombe. Ja, also Seelen der Dunklen Magie auf jeden Fall 50 Euro. Adusted Gold, glaube ich, 50. Darkbane müssen auch nochmal so 30 sein. Dann hier halt noch so Kleinkram, 10 Euro oder 15, irgendwie sowas. 11 bis 12, die 15. Hier auch nochmal 5, also es ist schon einiges, was da zusammenkommt. Und dann natürlich noch die anderen Holos, die hier liegen, die auch noch ihre 2, 3, 5 oder whatever, wie viele Euro gehen. Und ja, dann natürlich auch noch die Commons, und auch im Common Bulk ist ein bisschen was dabei, das was geht. Ja, was die Commons und Rares angeht, werden wir uns nur dieser Box widmen. Die goldene Box lassen wir außen vor, denn da befinden sich zu 90% tatsächlich diese ganzen Commons und Rares aus den Legendary Duel Lists drin. Auch ein paar Oldschool-Sachen, auch ein paar schöne, aber die werde ich jetzt nicht extra nochmal rauskramen. Wir werden da folgendermaßen verfahren, also so ist zumindest der Plan, dass ich jetzt das Ganze erstmal so ein bisschen überfliege, noch mit euch am Schlüssel sozusagen, wir noch kurz quatschen. Dann werde ich in den Speedup übergehen, und wenn irgendeine Karte kommt, die so, keine Ahnung, 80 Cent, ein Euro oder in irgendeinem, ja, anderen höheren Wert hat oder anderweitig einfach erwähnenswert ist, dann werde ich da kurz stoppen und natürlich was zu sagen. Aber an und für sich wird es ein Speedup werden, damit wir da natürlich halbwegs schnell durchkommen. So, jetzt machen wir die Kiste mal auf. Und ihr seht schon, wie schneeweiß diese Karten sind. Na, das müssten normalerweise so vom Weisheitsgrad her, könnten das, keine Ahnung, Karten aus Eternity Court sein, wenn man so will. Und wir nehmen uns erstmal die hier am Rand. Und ihr seht, wir haben hier Kisaitai, wenn man so ausspricht, aus PSV First. Also das sind alles uralte Karten. Alle oder zumindest 90% davon als erste Auflagen tatsächlich. Und wirklich alle Near Mint bis Mint. Ich glaube, eine habe ich gesehen, die ist ein bisschen beschädigt, die muss ich aussortieren. Aber der Rest ist halt wirklich, wirklich, wirklich hervorragend vom Zustand her. Findet man so auch nicht alle Tage. Da hat jemand wirklich, wirklich auf seine Sammlung aufgepasst und hat sie gehütet wie einen Schatz. So und nicht anders muss das laufen. Und wir gehen jetzt über in einen Speedup.
Hier können wir zum Beispiel mal einen ganz kurzen Stopp einlegen. Hier mal zum Beispiel die zwei Verwandlungskrüge 2 aus PSV First Edition. Und ihr seht auch hier absolut gut vom Zustand her. Das sind auch so Rares, die so um den, ich glaube, 80 Cent bis 1,60 Euro Bereich pro Stück sich bewegen. Und ja, wollte ich nur mal erwähnt haben. Wir machen weiter. Hier haben wir zum Beispiel die nächste Rare, die ein bisschen was geht, allerdings keine First Edition tatsächlich, nämlich die Dampflok, die Koichi, die Kampfdampflok heißt sie, glaube ich, ist auch so eine Karte, die man so für 1,60 in etwa bekommt, also als Rare, als Ultimate Rare natürlich noch wesentlich teurer. Ja, zu guter Letzt haben wir hier auch nochmal zwei schöne Rares im letzten Stapel von den Commons und Rares gehabt. Die müssen was gehen, die Didikree aus Strike of Neos, First Edition in Rare, die geht so um die 80 Cent das Stück. Das heißt, hier haben wir dann auch wieder 1,60 Euro. Ja, meine Freunde, wir sind an der Stelle auch wieder am Ende dieses kleinen Mega-Openings. Mir persönlich hat es extrem gut gefallen. Die Sammlung hat mir sehr, sehr, sehr gut weitergeholfen. Speziell auch im Common- und Rare-Bereich und natürlich auch hier mit den ganzen schönen Holos. Insgesamt haben wir auf jeden Fall weit über 100 Euro plus rausgeholt. Auch wenn ich nicht darauf versessen bin, irgendwie Plus zu generieren, freut es mich doch, dass ich auch mal wieder einen guten Deal geschossen habe. Und ich kann zufrieden auf den heutigen Tag zurückblicken. Ihr auch?